Kurz und knackig. Ein neues Tonband, das ich als Pancake gekauft habe. Fertig machen, auf eine Aluspule bringen und mit Vor- bzw. Nachlaufband versehen. Ich habe ein neues Tonband gekauft von Recording the Masters, das LPR 35. Da ist meine Revox B77 drauf eingemessen. Man kann das direkt als Aluspule kaufen und sind eigentlich auch formschöne Aluspulen mit einem tollen Logo. Allerdings ist das vom Preis her doch schon ganz schön üppig und man kann das Magnetband eben auch als sogenanntes Pancake kaufen. Dann habe ich das Tonband wirklich nur auf dem Kunststoffkern und muss es umspulen oder ich löse bei den anderen Spulen, bei den Zielspulen, die drei Schrauben und schraube einfach die Aluhälften da dran. In diesem Fall möchte ich gerne die Maxell Aluspulen verwenden, die ich bekommen habe, gebraucht. Allerdings hat der Vorbesitzer derart die Schrauben malträtiert, dass ich das jetzt mal hier nicht mehr vernünftig gelöst und umgeschraubt kriege. Ich bin da mal so mutig und spule das offen in meiner Maschine um. So, das Ganze ist jetzt mal nicht unbedingt zum Nachmachen empfohlen. Wie gesagt, am besten bitte umschrauben. Ich gehöre zu den Mutigen, die das mit der Maschine umspulen. Habe ich schon zigmal gemacht. Bei mir ist noch nie was passiert, aber das Risiko ist natürlich groß, dass das Band irgendwo von der Spule fällt und ihr das neue, gute Band ruiniert. Deswegen, wie sagt man immer so schön, Kinder, nicht nachmachen. Ich mache das jetzt mal. Ich habe das eingespannt, wie ein normales Tonband auch. Habe das über die Führungsrollen gelegt, damit es ein bisschen mehr Führung hat. Und ich spule es jetzt einfach mal auf meine neue Maxell-Spule. Ja, wir nähern uns dem Ende und wie immer, das Ganze hat tadellos funktioniert. Ja, mein neues LPR 35 ist auf der vorher leeren Maxell-Spule und jetzt kleben wir mal neues Vor- bzw. Nachlaufband daran. Da ich nicht immer gleich mit Magnetband anfangen möchte, wenn ich die Bänder in die Hand nehme, und außerdem die Revox eine Erkennung hat für Vorlaufband, wenn es transparent ist und auch stoppt, bevor das Band von der Rolle fällt, klebe ich immer noch Vorlaufband an. Ich habe mir mal welches besorgt hier. Das habe ich mal in der ganzen Rolle bei eBay bekommen. Voll transparent. Es gibt verschiedene Kodierungen. Das hatte eigentlich mehr Sinn für Radiosender, damit man eben gleich wusste, welche Geschwindigkeiten das hatte oder was auch immer. Ob zwei Spur oder vier Spur war. Das Magnetband selber hat eine glänzende Seite und eine matte. Die glänzende ist die, die über die Köpfe läuft. Die matte ist halt die, die man von unten sozusagen sehen würde. Und das ist auch die, die wir kleben. Die Schnittschiene hat die Maschine zwar eigentlich selbst, die ist mir aber zu klein und die Position vor allem zu fummelig. Deswegen habe ich mir mal eine besorgt. Die hat einmal eine Möglichkeit für einen geraden Schnitt, wo man dann mit der Rasierklinge halt hinterher das Band schneidet. Warum gerade und schräg? Gerade in meinem Fall für das Ankleben des Vorlaufbandes vollkommen in Ordnung. Klebt man mitten im Titel oder mitten in der Musik etwas zusammen, weil man das verschneidet, dann hört man, wenn man das schräg schneidet, einfach die Übergänge weniger. Aber es ist auch nicht ganz so leicht zu kleben. So, in diesem Fall habe ich das Band hier aber schon sehr gerade. Lege das einfach mal in meine Schiene, drücke das leicht herein. Es klemmt sich regelrecht da rein, muss man sagen. Und das Gegenstück nehme ich halt Vorlaufband. Ich nehme immer so circa 2 Meter von meiner Rolle. Habe mir hier 2 Meter abgeschnitten, gerade entsprechend, und lege das jetzt einfach auch in meinen Schnittklotz und positioniere das so, dass es genau vor Kopf anliegt. Es nicht überlappt, weil ich dann, wenn ich es geklebt habe, nachher vielleicht einen Punkt habe, wo es sich etwas abhebt. Und wenn es genau vor Kopf liegt, so wie jetzt, dann gibt es dieses Splicing Tape, was ich mir auch mal bei Thomann gekauft habe. Und einfach nichts anderes ist wie Tesafilm, sag ich mal, nur eben genau in der Breite, wie man es hier braucht. Und es ist aber auch so, dass es so klebt, dass man zur Not auch noch wieder abziehen könnte. Also wenn ihr wirklich mal etwas daneben geklebt habt oder es nicht ganz gerade geworden ist, das ist nicht schlimm. Ja, wenn ich dann einen passenden Streifen Splicing Tape mir vorbereitet habe, klebe ich das einfach jetzt in meine Schiene auf mein vorbereitetes Band.
Ja, und wenn ich finde, dass das gut aussieht und ich glaube, ich habe es ganz gut getroffen, fixiere ich das noch mal ein bisschen. Ja, und dann kann ich einfach mein Vorlaufband mit meinem angeklebten Magnetband abziehen. Ja, und habe eine schöne, saubere Schnittstelle, schönen sauberen Übergang. Jetzt spule ich das Ganze einmal um und mache das auf der anderen Seite nochmal. So, ich habe da mein gerade frisch geklebtes Band auf meiner Maschine gespannt. Ich mache mir übrigens ans Ende, beziehungsweise ganz an den Anfang des Vorlaufbandes immer noch mal ein Stück Splicing Tape. Einfach mit dem Hintergrund, dass es ein bisschen griffiger ist, dass man es noch sieht. Und ich lasse auch immer so ein ganz kleines Stück von der Klebefläche über, dass es an der anderen Spule etwas haftet. Und dann fädel ich das ein, wie immer, egal ob der Vorlaufband ist oder nicht. Das macht keinen Unterschied. So, ich habe es auf meiner Spule. Ich spule es jetzt einmal um und klebe auf der anderen Seite das Vorlaufband noch einmal ganz genauso dran. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit das Ganze auf der anderen Seite auch noch gemacht und habe jetzt mein niegelnagelneues LPR 35 Band auf schönen alten Maxell Spulen. Ja, und kann es benutzen. Ja, zum Schluss noch eine kleine Bitte. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch mal auf Like. Oder abonniert sogar meinen Kanal, das wäre richtig klasse. Schaut euch meine anderen Videos an. Guckt mal bei Facebook vorbei und sucht nach der Gruppe Tape Tech Liebhaber. Folgt mir oder auch der Gruppe auf Instagram. Die Links findet ihr unten auf meiner Seite in der Infobeschreibung meines Kanals. Ich fände es klasse, wenn ich euch öfter wiedersehe. Beziehungsweise ihr mich. In diesem Sinne, macht's gut.